Differenzierte hat viele Ursachen. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen deswegen so besorgt und wütend sind, weil wieder einmal über ihre Köpfe hinweg entschieden werden soll. Niemand von uns wurde gefragt, ob Verhandlungen aufgenommen werden sollen. Niemand von uns wurde gefragt, welche Inhalte dabei eine Rolle spielen sollen. Niemand wird gefragt, wenn es nach den Mächtigen geht, ob die Verträge in Kraft treten sollen. Das, liebe Leute, dürfen wir uns nicht länger bieten lassen. Wir brauchen die Möglichkeit von Volksabstimmung auf Bundesebene bei grundlegenden Fragen. Und der TIP untergräbt Demokratie. Ja, es begeistert einen, dass so viele Leute hier auf der Straße sind. Demo-Organisatoren schätzen 250.000, die Polizei immerhin 170.000. Der Volksentscheid heißt, dass wir über Sachfragen, die wir wichtig finden, entscheiden können und auch selbst entscheiden können, über welche Fragen wir entscheiden wollen. Und das heißt für mich Souveränität, also dass wir uns nicht von oben vorgeben lassen, wann wir mitentscheiden dürfen, sondern dass wir selbst entscheiden. Wir sind hier, um zu sagen, stopp TTIP. Wir sind hier für einen gerechten Welthandel. Wir sind hier für ein Europa, in dem die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden dürfen. Ja, und für mehr Demokratie. Natürlich habe ich mit dem TTIP ganz viele Probleme, weil das so undemokratisch ist und ein neues, anderes Rechtsleben dadurch entsteht, was unser jetziges aushebelt und direkte Demokratie natürlich noch weniger sein wird. Ich dabei bin, weil ich finde, man muss sich einfach unbedingt gegen sowas wie TTIP einsetzen und kann nicht zuschauen, wie sowas hinter verschlossenen Türen abgeschlossen wird. Also ich finde es so toll, dass heute 250.000 Menschen hier zusammengekommen sind unter dem echt übergreifenden Motto für die Demokratie und gegen TTIP und CETA, weil sie einfach alle verstanden haben, dass diese Abkommen unsere Demokratie in den Grundfesten erschüttern können und gesagt haben, irgendwo muss Schluss sein. Und deswegen sind heute so wahnsinnig viele Menschen hier, haben total gute Laune und wir sind so gespannt, wie das aufgefasst wird und was die Leute und die anderen großen Akteure jetzt dazu sagen, zu diesem Aufmarsch an Menschen, weil wir wirklich glauben, langsam ist es nicht mehr übersehbar und überhörbar, was diese Menschen wollen. Ich hab schon!